Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video rund um Xenoblade Chronicles 2. Wie ihr bestimmt mitbekommen habt, in der Nintendo Treehouse der E3 2018 wurde angekündigt, dass uns bald das nächste Update erwartet. Und zwar schon morgen, also Freitag, den 15.06.2018. Und in dem Update wird der Challenge Mode hinzugefügt und uns erwarten 2 neue Klingen. Und das Ganze wurde in einer 25-minütigen Gameplay-Session der Nintendo Treehouse gezeigt. Und da gehen wir jetzt einfach mal kurz durch und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Also, der Challenge-Mode wird, so wie es aussieht, in den Ruinen von Oletro betretbar sein. Durch so eine Art Raumzeitriss, so wie das aussah. Ja, dann haben wir als nächstes eine kleine Story-Sequenz. Die müssen wir uns jetzt nicht unbedingt angucken. Auf jeden Fall sieht man schon, Shulk und Fiora aus dem ersten Teil werden als Klingen nutzbar sein. Mega gut. Das freut mich riesig, dass die den Weg ins Spiel gefunden haben. Sind als Klingen nutzbar, das hatte ich schon gesagt. Gehen wir mal weiter voran. Hier, ganz wichtig. Also, viele sind wahrscheinlich der Meinung, dass Shulk und Fiora nur während des Challenge-Modes verfügbar sein werden. Aber die entsprechende Passage, wo das im Endeffekt widerlegt wird, wird sehr schnell in dem Gameplay übersprungen. Wenn wir Shulk und Fiora kriegen, ist Shulk erstmal bei Rex und Fiora bei Nia resoniert. Aber die sind frei tauschbar ohne Transferprotokolle. Hier steht, wir sind nicht in der Lage, sie mit rauszunehmen aus dem Challenge Mode. Wenn man zurück nach Allrest reist, dann werden sie aus der Party entfernt. So, und hier steht. Gerüchteweise gibt es durch verschiedene Belohnungen die Möglichkeit, Shulk und Fiora doch nach Allrest mitzunehmen. Also frei im Spiel nutzen zu können. Das wurde so schnell übersprungen. Wenn das für uns gut klingt, dann sollen wir uns auf jeden Fall ransetzen und möglichst viel im Challenge-Mode machen. Also ich bin der Meinung, es wird hundertprozentig möglich sein, sie aus dem Challenge-Mode irgendwie freizuschalten, dass man sie so benutzen kann. Das Artwork von Shulk sieht schon mal richtig geil aus. Allgemein finde ich sehr gut, wie Fiora und Shulk für Xenoblade Chronicles 2 vom Artstyle her umgesetzt wurden. Shulk ist eine Lichtklinge und Angreifer. Und Fiora ist eine Windklinge und Heiler. Hier sieht man man kann ganz normal Splitter für die beiden anwenden. Nicht so wie bei den Torna-Klingen. Und anscheinend hat Fiora eine ziemlich hohe Crit-Rate. Shulk ist eher so ausgeglichen. Hier sieht man kurz, ganz kurzen Einblick, Moment. So. Das ist das einzige Talent, was man sieht. Zusätzliche Tränke zum Heilen werden gespawnt. Ich schätze mal, dass das dann irgendwie, keine Ahnung, 70, 80, 90, vielleicht bis 100% geht. Möglicherweise. Auf jeden Fall auch, dass die Affinity Chart, also die Harmonieringe, so umfangreich sind, zeigt ja irgendwie, dass man sie auch außerhalb des Challenge Mode nutzen können muss. Weil ich glaube nicht, dass man diese ganzen Talente alles nur im Challenge Mode freischalten. Also der Sinn dahinter ist, die alles im Challenge Mode freizuschalten. Springen wir mal weiter nach vorne. Hier sieht man, die einzelnen Missionen haben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Und wir werden auf entsprechende Level runtergesetzt. Hier zum Beispiel auf Level 30. Also es bringt zum Beispiel nichts auf Level 99 leveln und dann wäre das leichter. Nein. Und hier wird auch angegeben, wie viele Wellen wir bekämpfen müssen.
So, ich glaube, zum Start hat er eine recht leichte Welle genommen. So, geht los. Und hier sieht man schon, während der Kämpfe kann man so Ätherwürfel einsammeln. Und die verschwinden recht schnell. Das heißt, man muss gucken, dass man während des Kämpfens immer wieder diese Ätherwürfel einsammelt. Die braucht man, um diese drei Truhen hier freizuschalten. Wenn man alle drei freigeschaltet hat, dann bekommt man, nachdem man das erfolgreich abgeschlossen hat, drei Truhen, die man öffnen kann. Allgemein im Challenge Mode, also während man die Wellen besiegt, ist alles wie immer, außer dass wir im Level runtergesetzt werden. Sonst bekommt man auch ganz normal Talentpunkte etc. So, jetzt springen wir mal weiter. Biora ist vom Gameplay halt eher so heilen, aber sie kann auch gut Damage austeilen. Bei hoher KP mehr Schaden, KP-Kapseln und bei wie nennt sich das nochmal? Bei hier Anschluss. Anschlüsse machen mehr Schaden. So. Weiter. Ich versuche das jetzt möglichst schnell mal, damit das Video nicht allzu lang wird. Aber man sieht schon, keine Ahnung, die Challenges sind irgendwie so, ich würde sagen, auf 5 bis 10 Minuten angesetzt, eine Challenge. Und hier sieht man schon, er hat alle drei Truhen mit 918 Würfeln. So, springen wir mal zum Abschluss der Mission. Hier hat es abgeschlossen. Und da sieht man dann schon, in 5,5 Minuten hat er es geschafft. Alle drei Truhen. Und dann sieht man eine rote, eine silberne und eine goldene Truhe. Opening Art. Also, Hilfskerne kann man rausbekommen. Gold. Und dann diese Nopponsteine. Die Nopponsteine. Nopponstone, genau. Die sind wichtig. Warum? Sage ich euch gleich. Beziehungsweise sieht man gleich. So, Moment. Gleich haben wir es. Nopon Stones kann man nämlich nutzen, um verschiedene Kostüme freizuschalten. Disguised Pirate, Pyra Style Mythra, Mythra Style Pyra, Amber Cake Seek. Also, ich bin gespannt, wie die Kostüme aussehen. Das ist ja auch eine Sache, die sich viele gewünscht haben. Ich unter anderem auch. Ich fand halt im ersten Teil echt geil, dass man die Ausrüstung der einzelnen Charakter so gut anpassen konnte. Und jetzt zeigt er ganz kurz Disguised Pyra ist... Ah, Moment. Ich glaube, man sieht noch irgendwo. Es wird ja als Hilfskern ausgerüstet. Fusionskombos 30% mehr Schaden. Ich dachte nämlich im ersten Moment, oh, für die Kostüme muss man einen Hilfskern-Slot verbrauchen. Aber die Kostüme haben Boni. Das ist schon mal gut. Dann machen wir mal weiter. Man sieht hier, während sie den Umhang hatte, um sich zu tarnen, ist das Kostüm. Ist auf jeden Fall nice. Ich bin gespannt auf die anderen Kostüme. So, dann als nächstes zeigt der Gameplay von Shulk mit dem Monado. Da macht er eine etwas schwierigere Mission, bei der man auf Level 60 reduziert wird. Lalala. Moment. Muss ich nur an die eine Stelle. Shulk als Klinge. Monado Shield, Monado Storm, Monado Burst. Die Fertigkeiten sind überwiegend auf die Skills und Monado. Ja, hier Skull Smasher, Moment. Mega gut. Eine Funktion von Shulk,
die Visionen, die es im ersten Teil gab, sind so ein kleines Gimmick für ihn. Er kann mit durch Quicktime-Events kann er Todestreffer abwehren, was ich übelst geil finde. Ich bin jetzt nur noch am gucken. Ich werde auf jeden Fall dann zu dem, wenn das DLC da ist, werde ich entweder Livestream oder ein Video dazu machen. Ich muss mal gucken. So. Gucken wir mal weiter. Ja, da hat er verloren. Genau. Er hat erklärt, vom Gameplay her ist es hier wichtig, Akkos zuerst Platz zu machen und dann erst ein paar Joker. Weil wenn man es andersrum macht, es um einiges schwieriger ist. Aber er ist von der Ausrüstung her auch nicht wirklich perfekt ausgerüstet. Also er hat bei Shulk zum Beispiel nur 2 Hilfskerne reingehauen, obwohl 3 Slots zur Verfügung sind. Aber er hat es ja nur für Vorführungszwecken gemacht. Dann haben wir hier, das ist von Mythra der Angriff. Moment. Okay, Moment. Und hier nochmal, Vision mit Quicktime-Event abgewehrt. Dann weicht Morag einfach aus, das ist gut. Das ist echt geil. Ich glaube, er setzt gleich noch den Stufe 4 Skill von Shulk ein. Bin mir nicht sicher. Zu irgendeinem Zeitpunkt setzt er den ein. Moment. Den gucken wir uns nochmal kurz an. Sieht nämlich ganz geil aus. Das sah jetzt aus wie ein normaler Monado Buster. Ah, Poppy Buster. Oder Poppy Kloppy. Ach, der Name. So. Gleich müsste es da. Wo war das nochmal? Ja, Kettenangriff. Beziehungsweise Angriffskette. Danach irgendwann. Alter, der verballert ständig. Ich will den Stufe 4 nochmal sehen. Von Shulk. Ja, jetzt. Jetzt kommt er. Mega gut einfach. Aber gut, die Aufnahme ist jetzt auch echt schlecht, weil das von Livestream ist. Ich denke mal, dass, wenn ich das aufnehme, sieht das dann besser aus. So, nochmal ein Kettenangriff und zum Schluss hat er noch eine kurze Sache gezeigt. Und zwar wird man im Challenge-Modus auch verschiedene Kämpfe aus der Story kämpfen können, die so nicht gezeigt wurden. In einer Sequenz wurde ja gezeigt, wie Jin da ein Schlachtschiff auseinandergenommen hat. Und das kann man als Kampf nachspielen. Hier ist zum Beispiel das Ziel, 100 ardainische Soldaten platt zu machen. Und ich glaube, es gibt mehrere solcher Kämpfe. Sieht auf jeden Fall nach einem großen Update aus, mit viel Content. Und Shulk und Fiora als Klingen ist sowieso schon mal mega geil. So, das war's. Okay, das war's. Also, Moment, ich spring mal an hier. Bam. Mega gut einfach. Ja. Das ist das, was uns in dem Update morgen erwartet. Shulk und Fiora als Klinge im Challenge-Mode. Und wenn man genug Zeit in den Challenge-Mode steckt, dann wird man die beiden höchstwahrscheinlich auch im normalen Spielverlauf spielen können. Und das ist mega geil. Ach, ich freue mich drauf. Was meint ihr zu dem Update? Wie findet ihr es? Habt ihr den Season Pass? Und zu den Torna Golden Country, also Torna Golden Country DLC, der im September kommt, werde ich noch ein anderes Video machen. Also,
Schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu haltet. Und guckt gerne mal in mein Let's Play rein. Bis dann. Ciao.